Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode der Fidelio Incident. Wir lassen die Kälte hinter uns, meine lieben Leute. Und begeben uns in ein neues Gebiet, wo wir Ende letzter Episode, ich glaube, da ist er gelegen, ist schon einen Brief aufgehoben haben. Das war doch der letzte, kann mich an das Burnham Alive erinnern. Den haben wir jedenfalls da gefunden in dem Gebiet. Da hat die, oh Gott, wie hat sie geheißen? Lorraine oder irgendwie so. Die Frau eben vom Stanley oder Frau, ich glaube schon, dass das die Frau ist. Eben gesagt hat, ne, dass der Stanley da jetzt verhaftet worden ist und sie möchte eben jetzt herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Und sie fragt ihm ihren Vater, wo man erfahren haben, dass das ja früher der Verbrecherkönig ist oder so, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, ob der was damit zum Tor hat. Und wenn sie herausfindet, dass ihr Vater was damit zum Tor hat, dann wird sie ihn lebendig verbrennen. Und ich glaube, das ist irgendwie so Themending. Ich weiß, weil jetzt sind wir irgendwie so mit Verbrennen und Feuer und so und jetzt wird es da wärmer und die Farben sind auch so feurig. Was, warum? Okay. Da komme ich nicht rüber. Da kann ich wieder. Was? Insects. Oh nein, Insekten. Ha! Take that, you little fuckers. Wie redest du? Meine ist wieder Austra. Warum sind die Insekten genau da? Na gut, okay. Ich würde da auch nicht durchgehen, ehrlich gesagt. Wenn da so viele Insekten umher schwirren, da halten sie sich irgendeiner Krankheit her, wenn die am Stichen. Oh ja. Okay, ein bisschen Schnee liegt da ja schon, oder? Aber es wird sicher immer weniger werden. Und da rotes Laub, Feuer. Feuer. Okay. Okay. That tree. It's monstrous. That tree. Also der. Oh, schaut mal. Das ist ein Baum. Was hat mich geschreckt? Das ist nur Blattl, aber gefallen. Das ist ein Baum. Auf dem Bäume wachsen. Geil, oder? Ey, sag mal, verfolgt sie mich? Schlecht sei ich, gell? Sag's euch. Ja, okay. Jedenfalls können wir jetzt nicht mehr erfrieren. Aber da ist eine Everything is in place. Notiz. But the air feels hollow and empty in my chest. Oh, I can hear my heart pounding in my ears. In just a few hours, life as I know it will be over. But that's only if I'm very lucky. Otherwise, my life will just be over. Oh. Today I'm rescuing Stanley. Okay. Thank you, love. Oh Gott. Hilfe, hallo. Also sie hat ihn wirklich befreit. Also geholfen zu flüchten, schätze ich mal. Und deshalb sind die zwei jetzt auf der Flucht und dürfen von Khan erkannt werden oder so. Okay, also ich muss bestimmt über den Baum da drüber, deshalb muss ich das da einschalten. Oh no! Why is this locked? Ja, das frage ich mich auch. Das ist. Hey, ja, da muss ich den Stöpsel da rausziehen. Hä, zieh doch einfach den Stöpsel da raus. Naja. Nicht besonders klug. Er probiert es ja nicht einmal. Wobei er ist so schwach, dass er es wahrscheinlich eh nicht schaffen wird. We hadn't been to the ocean since spring, and it was a shock to see our tree so barren and frail. As we walked, Stanley wrapped his coat around my shoulders. It was still warm from his body, and I pulled the collar up to my nose to see if it still smelled like him. It didn't. It just smelled of dust and mothballs.
Stanley said his father would bring him here and say, "This is why we struggle." He thinks that now he finally understands what his father meant. But I wonder. I laid the jacket on the ground and pulled us both onto it. I just wanted to make him forget the rest of the day. I wanted to forget the rest of the world except for him. The grass was itchy and dry and the sky was as white as butcher paper. Neither of us bothered to speak another word. The cold wind would have just carried our words away. Okay, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. That water looks disgusting. Könnt ihr da jetzt rein? At least that water isn't freezing. It just fell. Fell. Ja, ich habe irgendwas auftrat. Weiß ich aber nicht genau was, was ich da jetzt gemacht habe. Da können wir uns geschwind trocknen. Und weiter geht's. Da komme ich wahrscheinlich nicht drauf, gell? Komme ich da durch? Nee, okay. Ah, komme ich. Ah. Nee, okay. Ich probiere jetzt, ob ich aus irgendeinem Grund... Ja, jetzt ist das... Der Stöpsel ist weg. Was ist denn das für ein komischer Mechanismus? Dass ich erst da ein Rohr dran muss, damit das andere Rohr dran kann. Die Musik ist oft so dramatisch. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Okay, also ich muss sowieso über den Baum jetzt drüber, weil da geht's nirgends drüber. Das ist halt echt der Baum, auf dem Bäume wachsen. Geil. Warum sind da überhaupt so viele Insekten? Das ist ja... Could be a shortcut to the top of the mountain. Ja! Oh no, insects! Okay. Dann müssen wir mal weiter. The air is heavy with the stink of rot, the buzzing of those damned insects. I don't hear it so much as feel it. I'm afraid it might drive me mad. If I'm not mad already. Ja. Okay, schauen wir einfach mal. Da ist ein Zwarer oben gestanden, was eben das zu bedeuten hat. Aber... Oh Gott, das ist so nervig. Okay, dann... Okay, das kann ich auch nicht dran. Ja, das ist also ein blaues Rohr. What a jumbled mess. Das geht an. Oh mein Gott, was ist denn das? Die wollen uns einfach nur verwirren mit dem ganzen. Die ganzen Zeichnungen da sicher. Das ist gar nicht so schwer. So, da ist mal eine Notiz. Molly works at the prison. She was worried about taking the job, but my father insisted it was good to have one of our own on the inside. He just wanted to use her. But it turns out, I'm the one putting her at risk. She got the powder inside, and there's a lad from the neighborhood who will slip it into Stanley's breakfast. If he eats enough, the pain in his guts will be so bad, they'll transfer him to the hospital. But if he eats too much, it could kill him. She got the powder. Ich schätze mal, Molly ist ihre Schwester von der Leonor. Ich glaube, Leonor heißt sie, oder? Ich hab's voll vergessen.
Okay, die arbeitet im Gefängnis, weil ihr Vater sagt, das ist ja der Verbrecherkönig da. Es ist natürlich sinnvoll, ne, wenn man da wen drinnen hat. Und sie schmuggelt irgendein Powder, irgendein Gift oder so in sein Essen, damit er ins Krankenhaus kommt. Das ist ein guter Plan. Oh ja, oh, warte mal. Das brauche ich eigentlich eh nicht, ne? Weil da muss ich ja nicht mehr rüber. Ich muss das andere da aktivieren. So, das da. Nummer uno, Zone 1. Die Musik ist so. Action. Action passiert, liebe Leute. Ah, gut. Those bugs are gone. Okay, das war's doch eigentlich schon, oder? Also, ich glaube, ich komme jetzt rüber, aber ich hätte jetzt nur genau wegen Notizen schauen. There were so many people in the market, I couldn't hear myself think. I needed to get out of there. But when I asked Stanley to choose something for supper, he just replied with his usual, whatever you want. I wanted him to make a decision for once, so I could stop thinking about absolutely everything all the time. The bags were so heavy and my hands were cramping, and someone close by smelled like goat. It may have even been me. So I dropped everything and let the bags spill all over the street. I didn't care. I'm sick of the crowds and the stink of curry and I'm sick of the hate. I want to walk through green grass. I want to feel cool air on my skin. Under a sky the color of butcher paper. Was ist denn ein Butcher Paper? Also das war ja auch schon gemeint. No nightmares, but Stanley's depression is getting worse. Ja, ja, ich kann sie verstehen. Ich mag das oft auch nicht, wenn man irgendwen fragt, ne, um irgendeine Meinung oder was er davon hält oder irgendwas. Und dann kommt die Antwort, so irgendwie so, ja, mach was du willst, oder man kriegt keine richtige, man kriegt einfach keine Antwort. Das ist, da könnt ihr auf wirklich ausrasten. Ich frage nicht umsonst nach der Meinung, so wisst ihr, was ich meine. Da möchte ich doch auch eine Antwort haben. Da muss doch jetzt auch noch irgendwas sein, oder? Nix. Ah, völlig umsonst. Okay. Naja. Okay, also theoretisch müsste man jetzt darüber kommen. Da drüben war ja nichts mehr, ne? Nein. No. Nee, da haben wir uns eigentlich eh schon angeschaut. Aber da fliegen ja noch immer Insekten. Hä? Scheiße. Scheiße. Okay. Ja, es wäre doch ein bisschen zu einfach gewesen, wenn es dann ja da nur zwei weitere Hebel. Jetzt muss ich den in der Mitte wahrscheinlich, oder? Ist überhaupt. Naja, eigentlich ja schon. Oder? Okay, was für eine Idee ist? Es geht gar nicht mehr. Ja, wir haben es gleich. Scheiße. Shit, okay. Okay. No panic on the Titanic. Ich muss das wieder ausschalten. Das war schon mal falsch, ja. Okay, Zone 2.
Wenn ich einfach nur das jetzt dran. Ach so, das ist fürs Wasser, oder wie? Warte mal. Nee. Nee, so geht das nicht. Okay, na das. Leute, wie geht denn dies? Da ist nur Wasser drinnen. Was macht das? Was macht das? Achso, damit der. Was ist denn das für eine Scheiße? So. Ich möchte Ergebnisse sehen. All right. Now the path is clear. Oh, Telefon. I'm trying to stay awake. Keep my mind on. Before the plane crashed, you didn't finish your story. About the time you stole the box of sweets. But I think I know exactly how it ended. Your da, he knew what you'd done. He just didn't know why. Still, he never asked you about it. Never accused you of anything. So you never told him the truth. But it was always there, wasn't it? An abandoned space between you. Like an unfinished story. She sounds so weak. Hang on, Leonor. Leonor. Ich glaube, sie stirbt. Oder? Was denkt ihr? Ich glaube nicht, dass wir es rechtzeitig schaffen. Oh nein, es sind schon wieder Insekten. Warum sind denn die da? Ist das voll nervige Scheißviecher? Okay. Okay. Wir schaffen das, liebe Leute. I couldn't go to my father for help. He's all for letting Stanley take the fall. But the mad bastard with me today didn't know that. So he did everything I told him, including stealing an ambulance. Molly called us about Stanley's medical transfer, which gave us a head start on the real ambulance. I looked ridiculous in the uniform, but our documents were perfect, so I kept my head up and let Stanley inspire my confidence. Even so, I nearly fainted when the guard wheeled him out on the gurney. He looked dead already. The guards loaded him on board, and I drove us away. 5 minutes out, and the mad bastard dosed both the guards with anesthesia. And just like that, Stanley was free. Was 5 minutes out and the mad bastard dosed both the guards with anesthesia. Okay, verkleidet als Rettungsmenschen. Hatte oh, shit! That water smells. No wonder there's so many bugs. Bugs. Find den Dialekt so geil. So many bugs. Ist da nur das Wasser da drüben ist dann? Ja, dann komm ich runter. Okay, ich schau mir jetzt da drüben um.
Let's see if that helps with the smell. Ah, schön. Okay. Ugh. Ah, nice. Nope. Now I can see what I'm working with. Ja. Mit Dreck. Und da drüben ist sicher nur eine Notiz. Rory hosted a wake at his pub for the victims of Wednesday. I think he was just trying to show off. He got arrested last year for dealing, and the police broke his hand, so suddenly he's all political. Stanley and I sat in the car for a long time, watching the front door swallow all the black suits until the pub looked like it was filled with ink. Stanley opened the car door, but I grabbed his arm and asked him to take me to our tree. I felt a crippling anxiety that if I went into that black pub, I'd never see the sky again. Stanley didn't say a word. He just started the car and we drove away. Sollte man vielleicht mal die Dinger merken da. Okay, das ist jetzt schon alles geordnet. Today I'm just screen Stanley. 3. April 87 ist der Stanley befreit worden. 3. April. Ich merke mir das sowieso nicht. 3. April. Okay, gut, dann gehen wir da mal runter. Was sind das mal für rote Fetzen? Schaut aus wie ein Schal, aber die sind am Anfang da drüben auch schon welche am Baum gehängt. Also. Irgendwie verliert er immer seinen roten Schal und kauft sich halt immer wieder einen neuen Schal und verliert ihn dann wieder. Das ist sehr traurig. Okay, da ist nix. Dann kommen wir wieder hoch. Verschlossen. Nicht einmal. Boah, die Bunker und so, die schaut schon immer sehr beklemmend aus irgendwie. Ist da gerade das Licht ausgegangen? Hä? Jetzt brennt es doch da vorne wieder. Okay, ich geh einfach weiter. Ich hab nichts gesehen. Okay, das können wir einmal ausschalten. Das brauchen wir eigentlich nicht. Um weiterzukommen. Vielleicht kann ich jetzt das andere da aktivieren. Nein, kann ich nicht. Jetzt ist das wieder. Oh Gott. What? That's it? Is that all you got? Oh, you bastard. Hä? Need to figure something out. The bugs are still there. The bugs are still there. Der rote Schal. Okay, musst du jetzt wieder runter. Und warum? Ne, also. Warum ist da jetzt so rotes Blut? Beim Baum, das ist ja nicht normal. Jetzt ist wieder aus. Das ist ja voll komisch. Jetzt auf damit. Ah. Warum ist das rot? Was ist denn da jetzt? A scarf. Du Schal. Ja. That makes really no sense. Kann ich da jetzt einfach.
Keine Ahnung. Aber cool, dass man da jetzt noch so einen Schlitz irgendwie schon. Kann ich jetzt vielleicht so einfach durch die Käfer durchgehen? Ich schau einfach mal, was passiert. Oh, Jesus! Wow, ist das ekelhaft! Bäh! Almost there, Leonore. Almost there, love. Ah, das ist sicher voll für den Mund eingeflogen. Bäh! Mother Mary, Paddy has been killed. The British papers named it the Boxing Day Raid. But it wasn't a raid. Around here they're calling it the Wednesday Massacre. 7 people shot down on the day after Christmas. Ugh. I don't know what they're meeting about and I don't want to know. They were all violent men except for Stanley's father. What was Paddy Whittaker doing there? How did he hear about the meeting? Was he trying to talk them out of whatever they were planning? I need to find Stanley. He must be going through hell. Okay, und von dem Vorfall eben kommt wahrscheinlich seine Albträume und Depression oder so. Sein Vater ist da erschossen worden. Der letzte aufrichtige Mensch und ehrlicher Mensch, so habe ich das jetzt verstanden. Zur falschen Zeit am falschen Ort oder so. Jetzt bin ich wieder in der Höhle. Habe ich meinen Eispickel nun dabei überhaupt? Hallo? Ja, hab ich. Weiter! Schau anstrengend, hey. Ich hab immer Angst bei sowas, dass dann auf einmal irgendwer da oben steht und oder so. Oh Gott. So kurz bevor man dann irgendwie so hochkommt, auf einmal kommt da Kopf oder so Vierer, so. Weiß nicht. Das ist. Oh shit, da ist ja echt. Oh, das. Oh shit! Oh Gott! Oh Gott! I can do this again. Oh, das ist auch geil. Da oben ist die Turbine. Ich kann leider nicht weiter hochschauen. Ich darf jetzt gern sehen. Ah, so kann ich schauen. Okay, das ist echt cool. Ich habe mich schon gefragt, wie die ganzen Funken herkämen da unten. Oh, das ist. Oh, das ist schön. Schaut schon. Oh fuck. Boah. Oh Christ. Don't look down. Don't look down. Boah, das ist echt schön. Boah. Okay, eigentlich wäre Zeit für Folgenboss. Wir wissen, ob das jetzt vielleicht schon das Ende ist. Weil wir sind jetzt dann da oben beim schwarzen Rauch. Wo die Leonore liegt. Ich kann auch nicht laufen mehr, hallo was. Ich geh einfach. Gar nicht schauen, einfach geh. One step at a time. Ja, ja. Was denkt sie, ist jetzt du oder nicht? Jetzt müsst ihr es sagen. Ich sag ja. Where? I don't know. No. No, no, no. She's not here. Oh, she's gone though. Please tell me what you want. I've done everything I could. Everything. Das ist wahrscheinlich nur Albtraum von uns oder so. Haven't I done enough? Haven't I done enough? Oh, please.
Mist, jetzt war ich nicht. Okay, Leute, ich mache jetzt eine Folgenpause. Aber sollte jetzt dann doch gleich das Ende sein, dann werde ich es einfach an das jetzt dann irgendwie nur dran schneiden oder so. Aber ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Obwohl die Musik jetzt gerade so dramatisch ist schon wieder. Das kann ich eigentlich nicht aufhören. Ich gehe jetzt nur auf Ferie, weil da mag ich sowieso noch hinschauen. Ah ja, okay, Ende Gelände. Folgenpause. Tschüss.